Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie. Sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deinen Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist, im Tode vereint, das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen, jetzt! Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du? Talion. Talion. Ich werde dich finden. Ich
werde ihn töten. Auf jeden. Ich muss leise sein. Komm. Diese Orks machen sich für den Krieg bereit. Hier gibt es nichts als Schatten und Tod. Schnell, Talion, rette mich. Spinne hier, spinne da. Wenn mich eine davon schief ansieht, mach ich sie platt. Er wartet. Doch wie lange noch? Rieche ich da etwa einen Elben? Ha, muss wohl der Rattenkot sein. Wir müssen sie bezwingen. Was war das? Ja, berühmte letzte Worte. Waldläufer. Ich halte den Rekord für die meisten Borgfässer, die während eines Festmahls ich bin habe ich auch den Rekord für die stärksten Kopfschmerzen aufgestellt. 1,5 Wochen. Und so schlimm, dass ich kaum gucken konnte. Talion. Lucas! Getrunken, dass ich husten musste und
Das hört sich nicht gut aus. Die Luft ist rein. Ich hatte mal ein Menschlein. Er konnte sogar Tricks aufführen. Nun, ein Trick. Sich totstellen. Celebrimbor, was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen. Lass ihn frei! Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Waldläufer. Nicht, bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür erhält. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Zu lassen. Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Du willst den Ring? Du könntest ihn mir für den Geist geben. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kanka und ich halte mich an mein Wort. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte! Talion, nein! Hier hast du ihn. Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Ich gab meine Lebenskraft für diesen Ring. Dann müssen wir ihn zurückholen. Kanka!
Krieg, den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss beschützt werden. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Hier, Palantir. Was weiß ich schon von sehenden Steinen? Da. Sein Geist ist schwach. Wer führt die Suche nach dem Palantir? Der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Nimm die Unterstadt und du bist ein Soldat. Nimm die Oberstadt und du bist ein König. Überall Untergang. Das haben wir nicht.
Eine gute Stelle, um eine Stadt zu bauen, damit wir sie erobern können. Ich fühle mich, als hätte ich Sie verteidigen die Mittelstadt mit aller Kraft. Hättest du mal dein Maul... Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Bald wird aus Gilead brennen. Ich hätte letzte Nacht nicht all diesen Grog trinken sollen. Jetzt gibt es keinen Grog mehr für diese Nacht. Wie lange liegt ihr schon hier? Sie hingerichtet, als wären sie Karagor wetten. Waldläufer! Es ist der Grabwandler! Ich dachte, er sei tot! Ist er auch! Talion, der Bogen. Für die Gondorana sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Wenn wir ihn besäßen, könnten wir das Blatt wenden. Ich weiß, ich habe es irgendwo gelassen.
Wir müssen ihre Hauptmänner ins Visier nehmen. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Ja, der klappert die ganze Zeit, es wäre wie Kämpfen. Bolg. Huh!